Samstag, 20. Juni 2020. Der rasende Reporter ist heute, abseits von der Corona-Zeiten, die haben wir zum Glück langsam hinter uns gelassen, auf den Gedanken gekommen, mal anschauen, was die Natur überhaupt alles ist. Wir haben ja Zeit für das, die Wälder, die Natur und das Wasser. Das Wasser, unser goldiges Gut, Wasserschloss Aargau, das wir hier haben, und natürlich die Wasserversorgung Würenlos. Die nächsten Tage wird wieder sehr heiß. Das Wasser ist sehr, sehr wichtig für uns. Darum machen wir heute einen Bericht über das Wasser. Hast denn du zum Beispiel gewusst, woher das Wasser, von Würenlos überhaupt kommt? Hast du gewusst, wieso das Wasser für uns so wichtig ist? Oder hast du gewusst, wie das Wasser bei uns überwacht wird? Wir gehen dieser Frage nach und können zeigen, wo wir das Wasser in Würenlos her haben. Wird sehr interessant. Wir sind hier im Wasserpumpwerk Degerhardt, Wald in Würenlos. Bei mir ist der Felix Zürcher. Felix, du bist der Brunnenmeister von Würenlos. Was ist der Brunnenmeister und wie wird man denn überhaupt Brunnenmeister? Also Brunnenmeister, das tönt einfach nach Brunnen. Früher hat sich das Trinkwasser an den Brunnen abgespielt. Darum ist der Name von dort entstanden und heute ist es so geblieben. Und das Wichtigste vom Brunnenmeister ist, dass wir sauberes Wasser haben und alles kontrolliert abläuft. Genau, und Wasser ist ganz, ganz wichtig. Ohne Wasser können wir nicht leben. Wie entsteht überhaupt das Wasser? Ich bin auch mal in der Schule, aber ich weiss das nicht mehr so genau. Kannst du uns das noch ein bisschen erklären? Ja, im Wasser haben wir den Wasserkreislauf. Der ist da so im Grundzeug drin, dass wir in einem Kreislauf sind. Und wir haben vor allem in unserem Kreislauf ist das Grundwasser das Wichtigste, weil es gibt verschiedene Versorgungen, die Seewasseraufbereitung haben. Es gibt Versorgungen, die quasi nur von Quellen leben. Und mir ist uns die Hauptsache das Grundwasser hier in Würenlos. Wasserschloss Aargau und in Würenlos selber, wenn wir da rüber schauen, da haben wir eine schöne Grafik. Grundwasserstrom Vortal, Limmental, wie sieht das bei uns aus? Woher haben wir denn das Wasser in Würenlos? Also am besten gehen wir auf die Karte schauen. Hier ist unser Standpunkt, das Grundwasserpumpwerk Degerhardt. Das ist eine Grundwasserkarte. Da sieht man gut, wie das Wasservorkommen am besten ist, beziehungsweise am meisten hat. Ja. Das Dunkle, das ist alles Klimat. Und jetzt sieht man eigentlich den Farbunterschied. Das Wasservorkommen ist hier in der Mitte, wo man sich befindet. Darum ist das Pumpwerk hier eingebaut worden. Und das Hellere, Richtung Vortal, sieht man schon, das ist weniger Wasservorkommen, wo wir letzte Zeit das Problem hatten mit der Menge bei Trockenheit. Aber da sind wir an einem guten Standort. Gut, das sieht ja alles gut und recht, das ist alles schön. Aber wenn jetzt an dem Grundwasserpumpwerk etwas passiert oder irgendwie, es gibt einen Anschlag oder irgendetwas oder bricht, sind die da irgendwie überwacht oder was passiert denn da? Ja, wir haben zwei Überwachungen. Die erste ist das Lorno, das wir haben, das ist eine Überwachung via Hydranten. Also jeder Hydrant hat ein Mikrofon drin. Da können wir dann nachher noch mal schauen. Da ist ein Plan, wie das vernetzt ist. Und die zweite Überwachung ist bei uns hier im Keller rund. Das ist eine Online-Überwachung, die 5 Parameter dauernd überwacht. Und bei kleinen Störungen gibt das schon die Wertveränderung. Und da gibt es einen Alarm bzw. Voralarm, dass man gar nicht reagieren kann, wenn das Verhältnis anders wird oder wieder normal. Jetzt haben wir hier das Grundwasserpumpwerk. Haben wir dann noch andere Wasserwerke oder andere Wasserquellen, die Würenlos versorgen? Ja, wir haben das Quellgebiet 4 Stück. Also das Wichtigste ist die Quelle Guckech. Das sind die 7 Dorfbrunnen, die man im Dorfzentrum hat. Das ist zugleich auch die Notwasserversorgung von Würenlos. Und dann haben wir das Quellgebiet Rebacher. Das ist bei den Führern oben der Brunnen und der katholische Kirchenbrunnen an diesem Gebiet. Und dann haben wir noch das Moos, das ist Richtung Hüttiken. Das Quellgebiet versorgt ganz Hüttiken mit 6 Brunnen. Super. Jetzt möchte ich noch mal schwissen wegen dem Alarmsystem. Das haben wir, glaube ich, dort eine Grafik. Können wir das mal anschauen, wie das genau funktioniert? Da hat es einen Haufen rote und grüne Punkte. He? Genau. Das ist grundsätzlich ist das eine Hydrantenkarte. Das ist die Versorgung vom hydraulischen Schema. Und was man sieht, die verschiedenen Punkte und die verschiedenen Farben, das ist die Überwachung von dem Leckbewachssystem, das in den Hydranten drin ist. Die Mikrofone, die sind in 4 Gruppen unterteilt. Weil die Datenverarbeitung kann man nicht in einmal machen. Das sind
vier Gruppen. Darum sind die andere Farben, weil die sind anders zuteilt. Das sind vier Standorte, wo die Physical Control Unit heisst das Ding, wo die Daten verarbeitet werden. Und da sehen wir den Zusammenhang, wie die zusammengehangen sind. Also die Repeater, die wir haben in den Hydranten, sind nicht nur in den Hydranten, sondern auch bei den Kandelaben sehen wir, dass ein Würlos viel. Das ist eigentlich nur eine Verbindung zueinander, dass es immer optimal läuft. Also hochmoderne Karte, hochmodernes System, das wir hier haben. Also die Wasserversorgung Würlos, die ist top, würde ich mal sagen. Ja, also wir sind, technisch sind wir sicher in einem guten Vorfeld drin. Also das kann uns, wir haben das alles überwacht und wenn wir ein Problem haben, tue ich das, zum Beispiel jetzt, wenn ich da etwas sehe, wo ein Wasserverlust könnte sein könnte, höre ich das akustisch und dann gehe ich sofort nach. Also wir können ziemlich schnell reagieren, weil das ist ein sogenanntes Bringsystem. Wenn ein Leck gekommen ist, komme ich die Daten über und viele Systeme muss man immer hören und ich habe das immer im Büro oder auf dem Nattel. Wenn etwas ist, habe ich schon Vorsprung. Super, gut. Jetzt gehen wir doch mal das Pumpwerk anschauen. Die Pumpe ist, glaube ich, unten durch. Gehen wir mal da oben schauen, nimmt mich Wunder. Ja, ist gut. Felix, wir sind jetzt hier von dem Pumpwerk. Wir haben hier ein Schema, das wir sehr gut erklären. Du doch uns das bitte mal so erklären, dass wir das auch verstehen. Gut, also wir sind hier bei einem Modell, wo man natürlich den Querschnitt gut sieht, was vor sich geht. Dazu zu sagen, ist einfach bei uns das Beste, was wir haben, ist der sogenannte Filter. Das ist ein natürlicher Filter, wo man das Wasser sich langsam versickert. Also man hat hier eine Sickerungszeit von 3 bis 6 Monaten, bis Wasser, wenn es hier oben ankommt, bis es unten ist. Also es ist ein ganz langer Prozess, wo sich das Wasser in den Käse und den verschiedenen Böden sich tut langsam ablösen von den Steinen und geht runter. Und unten ist dann der Grundwasserleiter, also da sehen wir jetzt da unten, da tut sich das Wasser befinden. Also es geht da runter, das Wasser befindet sich da. Und beim Pumpen sehen wir da unten, da sind die sogenannten Filterrohre. Das Filterrohr hat die Aufgabe, wenn das Wasser hier reinkommt, dann gibt es einen Einsenktrichter, also wenn man beim Pumpen geht, das Wasser runter. Und das Filterrohr hat die Aufgabe, wenn das Wasser nachläuft und runterkommt, gibt es vielleicht auch Feinabteile, also dass der ganze Käsekörper tut sich bewegen. Und da hat die Aufgabe, dass das innen immer frei ist, dass die Pumpen, die man hier unten sieht, immer im Wasser ist. Und kein Feinanteil kann nachher rutschen. Also das ist alles geschützt und das ist absolut reines Trinkwasser drin. Mhm. Super. Und jetzt hat es 3 Pumpen oder wie viele Pumpen hat es? Und wenn so eine ausfällt, was machen wir dann? Dann haben wir kein Wasser mehr in Würlos. Nein, so weit darf es sicher nicht kommen. Man sieht, jede Gemeinde hat 2 Pumpen. Das ist heute Stand der Technik, dass man immer 2 Pumpen hat, wenn eine in Revision ist oder ausfällt. Dann hat man eine 2. zur Verfügung, dass man die so schnell wie möglich wieder reparieren und in Betrieb nehmen kann. Gut, dann gehen wir noch mal runter schauen. Da haben wir das Schema gesehen. Zu tun sehen wir noch die Rohre. Viel mehr sehe ich nicht, weil der Rest ist im Boden unten. Ja, aber da haben wir noch etwas Interessantes. Da ist unsere Pumpe 7, der blaue Teil, den sehen wir hier unten auch. Der hat die Aufgabe, man muss sich vorstellen, Wettigen und Neuenhof hat die Reservoir 23 Meter tiefer rund und wir haben es höher oben. Wir können Wasser austauschen einander, aber Wettigen können uns Wasser nur geben, bis etwa die Höhe vom unteren Reservoir von 23 Meter. Die Pumpe hat die Aufgabe, wenn wir Wasser brauchen, dass wir unser Reservoir füllen können. Ohne die könnte man das Reservoir von Fremdbezug nicht füllen. Felix, jetzt sind wir in der Technik gekommen. Jetzt nimmt mich Wunder, wo dann das Wasser herkommt und wo jetzt Würlos, Wettigen und Neuenhof ist. Kannst du mir das mal zeigen? Ja, hinter uns, wir sind hier im Rohrkeller, dem sagen wir Rohrkeller. Wir haben hier die 3 Gruppenwasserversorgung drin und unterteilt. Also hier links ist Würlos. Wir pumpen hier 3000 Minuten Liter in der Nacht. Und in der Mitte ist Wettigen alleine, die pumpen schon 7500, weil das natürlich eine viel grössere Gemeinde ist als Würlos. Und rechts von uns ist Neuenhof, die haben auch gleich starke Pumpen wie wir drin. Und das wird zusammen gefördert, Wettigen und Neuhof zusammen. Wir können vielleicht mal dort schauen.
das grosse Rohr, das ist das 400er, da geht auf Wettigen runter ins Degerhardt und dort ist nochmal ein Mess- und Verteilschacht. Also von dort aus wird es dann verteilt Richtung Neuenhof, unter anderem auf Wettigen. Und dort rechts von uns ist unsere Leitung von Würolos. Das ist ein, wir haben einen eigenen Kreislauf, der nur für uns ist. Also wir verteilen das nicht irgendwie, verteilen, sondern da kommt direkt ins Netz raus, zu der Hubakontrolle oben oder dann via Industrie. Also wir haben zwei Zuleitungen ins Reservoir von da aus. Und da hat es jetzt noch Pumpe. Wenn jetzt Würolos kein Wasser mehr hat, dann können wir von der Wettigrad zapfen. Das ist für das, oder? Genau, die Pumpe, die ich vorher gesagt habe, das ist die blau klein, die braucht wir können von Wettigen anzapfen, aber nicht nur bis gewisse Höhe. Eben, wie ich gesagt habe, wie unser Reservoir ist 23 Meter Höhe. Wenn wir wollen, unser Reservoir füllen wollen, wenn jetzt wir wirklich nichts mehr haben, dann müssen wir die Pumpe anlassen, dass wir die Höhe können überbrücken können. Und da hinten durch habe ich so ein Schema gesehen, da irgendwie müsste da nicht alles hell sein, da hat es irgendetwas gel. Was ist jetzt das? Haben wir da ein Problem, wenn wir jetzt die Anlage abstellen? Nein, wir haben jetzt das extra rausgehoben. Das ist ja eigentlich ein Thema, das überall jetzt momentan geredet wird. Nitrat und Chlorothalonil. Jetzt sehen wir dort in dem Gelben, das ist 14,9 Milligramm Nitrat. Der Grenzwert ist 25. Also man sieht jetzt dort, wir sind dort sehr, sehr gut dran im Degerhardt, Wald unten. Dank dem auch, wir wechseln von der Landwirtschaft und im Wald drin. Und da hinten hat es also blaue Kessel. Was ist denn da drin? Also das sind die zwei Kessel, das sind sogenannte Druckschlagdämpfer. Der grosse, der ist natürlich für Wettigen Neuenhof. Und der kleine, ich sehe immer gerade, das ist gerade eine Miniatur, der ist von uns Würlos. Das hat damit zu tun, wenn wir die Nacht Pumpen anlassen, dass es keine Schläge gibt, aber dass das sanft, die Pumpe fahren schon sanft durch, aber trotzdem, dass wir keine Schläge ins Netz raus haben oder keine Druckröchung starke, tut das wie Dämpfen, darum heisst der so. Gut, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Jetzt haben wir sehr viele Eindrücke bekommen von dem Pumpwerk, wo ja eigentlich die Lebensnerv ist, hier in Würlos, Wettigen, aber auch Neuenhof. Ja, natürlich, ja, ist ein ziemlich wichtiger Standort, weil wir jetzt hier ja das meiste Wasser haben, mit Würlos sowieso. Wir müssen ja betteln, gehen wir auf, weil betteln läuft Konzession ab und wir haben jetzt uns einfach entschieden für den Abend, weil im Betteln gibt es ein Problem mit dem Nitrat, das wir hier unten natürlich nicht haben. Darum ist jetzt das, wird das ab nächstes Jahr wird das außer Betrieb genommen. Darum ist jetzt das der Hauptpunkt. Felix, jetzt sind wir hier im Gmäumer oben vor einem Reservoir. Was ist das genau, was wir hier sehen? Ja, jetzt sind wir hier im Gmäumer, das ist eine Brunnenstube. Die Brunnenstube hat zwei Heberleitungen, die das einspeisen tut. Und von da weg sind die sieben Dorfbrunnen, kommt das Wasser, also das ist ein autonomes Netz. Und da hat zugleich noch die Funktion, wenn wir mal kein Wasser haben, kein Strom, ist die Quelle, die läuft immer, also die sieben Brunnen gehören zum Notwasserkonzept in Würolos. Das wollte ich sowieso noch fragen. Haben wir Angst, wenn es jetzt wieder eine Trockenperiode gibt, wie es die letzten paar Jahre gegeben hat? Oder haben wir in Würolos immer Wasser? Wir haben ja den Zürichsee hinten durch irgendwo. Wie sieht das aus? Ja, also ich muss sagen, in diesem Jahr hat es sich verbessert. Also wir sind momentan wieder ein bisschen im normalen Jahr drin. Aber das 18 hat natürlich, wie überall, hat das Spuren hinterlassen. Darum ist wirklich auch, dass man Wasser sparen, im Sommer vor allem. Bei dieser Bewässerung hat man, also mit dem Wasserbrauch haben wir im Sommer doppelt so viel wie im normalen Tag im Winter. Also es ist immer ein bisschen, die Wasserverbrauch, die Spitze kann man kaum abdecken mit dem Reservoir im Sommerspitze, weil jeder durch die Wässer. Eben Felix, fürsorglich mit dem Wasser umgehen ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben zwar genug Wasser in Würolos, aber es ist wichtig, dass wir dem auch Sorge geben und nicht irgendwie verschwendest damit umgehen. Ja sicher, das ist ja das wichtigste Lebensmittel von uns Menschen und von allen. Und darum sollte man ja, dem Sorge geben, wie die anderen Ressourcen, die wir haben bei uns. Aber ich nehme an, Menschen werden das mit der Zeit auch merken, dass man im Sommer nicht immer so extrem wässern. Vor allem die Räsli und so, die gar nicht nötig ist, überlebenswichtig ist, sondern ein bisschen Sorge tragen ja, in unserem Trinkwasser. Gut, super. Jetzt gehen wir da noch rasch in die Tiefe runter. Gehen hier ein bisschen filmen. Danke vielmals. Bitte. Felix, jetzt sind wir hier im Stollen unten, ja. Beim Gmäumer. Was haben wir jetzt da genau?
Das ist jetzt eine Brunnenstube, das ist ein Wappis. Da haben wir ein bisschen den Bein angeschaut. Das Wasser ist also innen in dieser Wabe. Wir können mal schon schauen. Jetzt sehen wir hier die Zuläufe, die innen in der inneren Wabe, im Innenbereich, einströmt. Da haben wir jetzt die Heberleitung vom Gemäumi oben, oberhalb des alten Schiebestands. Da sehen wir die zwei Schächte. Das Wasser kommt hier runter. Er tut sich hier innen ja drehen und geht nach unten raus und geht da in dieser Leitung da in die Dorfbrunnen runter. Also sind die 7 Dorfbrunnen, die man hat, ist das Wasser, das man zugleich auch als Notwasser hat, wenn man keinen Strom nicht hat, hat man da 30 Minuten Liter zur Verfügung für die Bevölkerung. Als bekanntes Dorfbrunnen vielleicht, der eine ist beim Kopunnen, oder? Und der andere ist beim Schulhaus oben? Nein, der Schulhaus ist ein anderes Quellsystem. Das ist vor allem der Röstlibrunnen dran. Durchstrasse sind 2 Brunnen und einer ist bei der Alten Molke und dieser beim Hotz und noch 2 in der Kämpfhofwasser. Ich bin jetzt auf dem heutigen Berg oben und zum Thema Wasser habe ich jetzt den Dr. Urs Müller bei mir vom Ingenieurbüro Müller in Dielsdorf. Urs, wieso bist du da und warum tun wir hier über das Wasserprojekt berichten? Also, verehrte Damen und Herren, hier im Limmattal hat es einen grossen Fluss und im Furttal hat es viel Gemüse und viele landwirtschaftliche Kulturen, die Wasser brauchen. Insbesondere, wenn es lange trocken ist. Und man hat jetzt gefunden, man muss schauen, dass man dort vermehrt Wasser kann aus der Limmat überpumpen kann, statt Wasser aus den lokalen Gewässern zu brauchen. Genau, aber das Limmattal und das Furttal, da ist ein Berg zwischendrin. Da müsst ihr etwa 150-250 Meter über den Berg gehen. Ist das nicht eine sehr teure Sache und eine komplizierte Sache? Es ist eine teure Sache und eine komplizierte Sache, aber es ist nötig, für das Wasser hier ins Furttal zu bringen, weil das Wasser aus der Wasserversorgung kann den Wasserbedarf, den die Landwirtschaft hat, nicht decken. Und wenn wir jetzt hier einfach die Limmat abzupfen, haben wir noch nicht im Limmattal einfach kein Wasser mehr? Die Limmat bekommt ihr Wasser aus dem Zürichsee und hat sehr ein sehr grosses Einzugsgebiet. Und die Wassermenge, die wir hier rausziehen für die Bewässerung, die ist eigentlich unerheblich vom Fluss her gesehen. Und wie bist du zu das Projekt hergekommen? Ich nehme an, so etwas wirst du nicht Alltag machen. Das ist auch eine Herausforderung für dich wahrscheinlich. Das ist ein außerordentliches Projekt. Wir haben gefunden vom Amt für Gewässer, Energie und Luft im Kanton Zürich, dass der Furtbach zu wenig Wasser hat, dass das Grundwasser im Furtbach eigentlich zu viel angezapft wird von den Bewirtschaftern. Und darum hat man müssen eine Lösung suchen, wie man anders Wasser ins Furttal überbringen kann. Und nach einer Studie hat sich dann gezeigt, dass Wasser aus der Limmat eigentlich die beste Lösung ist. Gut, und wie sieht denn jetzt der Zeitplan aus? Ist das jetzt schon in der Pipeline? Ich habe auch etwas gehört, das sei das grösste Wasserleitungsprojekt in der Schweiz, was es überhaupt gibt. Also es ist ein Bewässerungsprojekt, das ist sicher eines der grösseren. Es hat auch an anderen Orten grössere Versorgungen von der Landwirtschaft durch Bewässerungswasser. Und das vom Zeitplan her, wir haben hier vielleicht vor 5 Jahren angefangen zu studieren. Im Moment ist es so weit, dass Baubewilligungen vorliegen und den Sommer sollte man anfangen, oder wird man anfangen bauen. Also Sommer 2020 und fertig sein jetzt? Wir werden 1 bis 2 Jahre brauchen, für das Leitungsnetz, das Pumpwerk zu erstellen und den Hochspeicher hier zu erstellen. Wenn das Wetter mitmacht und die Landwirtschaft mitmacht, die haben sehr ein sehr grosses Interesse, sollte man das in 1 bis 2 Jahren erstellen können. Super, jetzt gehen wir da den Hochspeicher mal rasch rauf, dort aufs Bänkchen rauf und schauen mal auf das Projekt oben runter. He? Okay. Found a love for me, darling. Just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful. Also Urs, eben da unten ist der Hochspeicher, der dann herkommt. Wie viele Liter werden denn da Platz finden? Also der Hochspeicher hat Platz für 500 Kubikmeter. Und das ist nicht ein grosser Zwischenspeicher, sondern der dient einfach dazu, dass man die Pumpe hier im Limmattal vernünftig steuern kann und der Druck ins Furttal immer gleich bleibt. Gut, super. Und eben, das sind alles Genossenschaften, die meisten, die sich dort anhängen.
Ist das ein Problem gewesen, um die zu gewinnen? Oder sind die mit natürlich offenen Händen angestanden und gesagt, doch, wir brauchen das? Also wir haben festgestellt, dass in den letzten Jahren immer längere Trockenzeiten stattgefunden haben. Und dann hat man abgeklärt, dass Gemeinden das Wasser nicht zur Verfügung stellen können, das gebraucht wird. Es hat zwar schon Gemeinden, die das Wasser liefern können, aber das ist zum Teil fast teurer als das, was man hier dann gewinnen kann. Und durch das ist natürlich schon möglich gewesen, dass die Genossenschaftler gesehen haben, dass das ein wichtiges Projekt ist und sie in Zukunft eben Wasser brauchen für die Bewässerung. Super, danke vielmals. Und gutes Gelingen mit dem ja, Projekt. Ja, auch vielen Dank. Ja.